Mein Name ist Jean-Marc von Farmbote und heute möchte ich euch gerne Sto Prim GT vorstellen. Sto Prim GT ist ein hervorragender Tiefengrund. Insbesondere wenn ihr einen neuen Schichtaufbau vorbereitet, empfehlen wir euch dieses Produkt. Wenn ihr zum Beispiel Staub oder alte Farbreste oder irgendetwas leichten Dreck an der Wand habt, dann dient Sto Prim Plex dafür, das Ganze sozusagen als eine Schicht vorzubereiten, also aufzutragen auf die Wand und ja, fungiert so ein bisschen als Kleber. Das ganz Besondere daran ist, ich zeige es euch einmal, im Gegensatz zum Beispiel zu Sto Prim Plex, das hört man ja schon, ist relativ flüssig und man kennt das auch von den meisten Grundierungen, dass die sehr dünnflüssig sind. Man sieht es hier auch bereits im Hintergrund, eine herkömmliche Grundierung läuft runter, hinterlässt Tropfen und so kleine Farbschlieren. Sto Prim GT hingegen, ich zeige euch das mal, ist ziemlich dickflüssig. Und bleibt so hervorragend an der zu vorbereitenden Fläche kleben beim Auftragen und verläuft nicht so stark. Ihr könnt das Ganze mit einer Rolle auftragen oder auch mit einer Spritze. Da dabei aufpassen, dass ihr, wie gerade gesehen, nicht so komische Schlieren hinterlasst. Das kann später problematisch in der Verarbeitung sein. Das Ganze sorgt auch dafür, dass der Untergrund nicht mehr saugt. Also wenn ihr Farbe auftragen wollt und die nicht so stark in den Untergrund reingehen soll oder auch beim Tapezieren der Kleister, dann auf jeden Fall vorher mit diesem Produkt grundieren. Das Ganze findet ihr auf unserem Shop auf farmbote.de.